So, hallo zusammen. Eigentlich wollte ich ja heute unser großes Fragevideo online stellen. Aber es hat sich jetzt so angeboten, da Halloween ins Haus steht und da der Halloween-Verkauf startet und wir auch noch ein paar Dinge brauchen, dass ich gedacht habe, ich ziehe mal das Halloween-Video vor. Und wir schauen uns heute mal die Halloween-Artikel bei... Jetzt kommt der Tor-Limit. Das muss runtergehen. Wir schauen uns heute mal bei Walmart, Home Depot und vielleicht nur bei Menards an, was es so für Halloween hier zu kaufen gibt. Also seid gespannt und lasst euch überraschen. So, dann lassen wir uns mal überraschen. Hier sind wir bei Home Depot. So, kurze Planänderung. Da meine Frau schon bei Walmart war, habe ich nochmal umdisponiert und wir sind zu Walmart gegangen. Und letztens hatten sie hier links Deko, siehst du? Hier ist Deko. Ja, aber das ist ja nicht sehr viel. Nee, das ist richtig. Ich habe im Wilkinson jemanden gesehen, der seinen ganzen Garten damit... Nee, ich habe jemanden gesehen, der einen Garage Sale macht und die Dinge da... Garage Sale. Garage. Und die Dinge da verkauft. Aha, kosten 98 Cent. Ich kann ja nur aus China kommen. Vorne das Haus an der Ecke hat die... Bestimmt 30 Stück im Vorgarten stehen. Nee, aber dann keine $30, ist ja günstig. Ja. Aber ist regenfest? 98 Cent. Nein, natürlich ist es nicht. Also was hat, nach einer Saison sind die hin. Ja, kannst du danach dann wegschmeißen. Willst du auch ein paar haben? Nee. Nein? Nee. Das gefällt mir nicht. Bitte? Das gefällt mir nicht. So, und da drüben? Das gefällt mir ja gut, aber ist ja total sinnlos auch. Hm. Und dann gibt es hier die Kinderecke. Ja, fahren wir mal rein, was hier so hat. Dann fahren wir mal rein, was hier so hat. Ja. Meinst du, da ist ein Licht drin? Irgendwas ist auf jeden Fall drin. Naja, irgendwas mit Batterien drin. Blinkt das dann? 1498. Wo ist denn hier die Line eigentlich? Die wer? Achso, wenn ich hier hinhalte, dann ist es genau eine Line, richtig? Ja, genau, ja. Ja, deswegen. Ja, ist kein Problem. 1498. Ist wohl ein Licht drin. Ja, finde ich aber auch nichts so besonders. Gut, hier hat es Aufkleber. Hier ist ja wirklich echt so für Kinder. Die süßen Sachen kaufen wir wahrscheinlich erst später. Das ist auch kurz vor knapp, oder? Ja, sonst isst du sie jetzt ja auch. Ja, irgendeine Tüte bei euch gibt es noch Haribo, aber irgendeine Tüte Gummibären, irgendeine Tüte brauchen wir dann. Ja. Aber je später, desto später isst du sie. Ja. Hier gab es wohl einige Skelette. Können die irgendwas? Warum hat der hier oben die Beine? Ja, weil sie hochgedingst sind. Weil er verpackt ist. Können die hier irgendwas? Ja, nee, die können 1298. Nichts. Ist die Kamera heute irgendwie ein bisschen unglücklich angebracht. Das sieht sie schon. 1298, das große hier, 68. Hat er auch Füße? Ja. Die sind halt hier nur hochgebunden. Also es ist ein ganz großes Skelett eigentlich. 68. Und das mittlere? 30. 29. Ja, 29. Mit kein Skelett hinhängen. Fallen wir nicht so. Die können ja nichts. Hier sind Skeleton Cats. Wollen wir dem Gesinne Skeleton Cats mitbringen? Ich glaube, da braucht man irgendwas. Für $6. Auch irgendwas Größeres, dass er darauf reagiert. Ich meinte, dass ich heute ein Video gesehen habe, wo eine Skelettkatze hingestellt hatte, die sich bewegt. Mhm. Da war dann seine Katze sehr froh. Was ist das? Das ist eine Kette? Das ist eine Kette aus Plastik, ja. Die kostet $5. Mhm. 6 Fuß, 1,83 Meter. Und dann gibt es hier
Spinnen. Das ist 98. Große Spinnen. Auch 1,98. Ja, das finde ich hier ein bisschen enttäuschend. Ja. Ein großer Plastikkürbis oder hat auch ein Kabel mit Stecker sogar, ohne Batterie. Ist da was drin? Ja, eine Birne. Eine Birne. Steht aber auch nicht irgendwie hübscher. $19. Nee, gefällt mir. Ist hier auch Batterie? Dann hier ist auch ein. Ja, hier ist Batterie drin. Everly. Your final words, sagt er. Everly. Ach, es blinkt auch, das habe ich vergessen. It's your turn now. Kostet $20. Okay. Dann gibt es hier schon. Dann gibt's hier, okay, wenn wir einen richtigen Baum vom Haus hätten, können wir diesen Kokon da aufhängen. Ja. Und wir haben hier einen Apfelbaum. Muss er da in der Ecke hinhängen. $20, so ein Coupon Corps. Und dann gibt es hier jede Menge Lichterketten. Das Spiderweb Lights für $8. Und dann auch über Eck so Spinnennetze. Für $6. Könnte man auch an der Porsche hängen. Da muss ich drüber nachdenken. Vorgereist mich das jetzt nicht. Du hast was anderes in meinem. Ja, irgendwie hatte ich was. Und dann hier gibt es so LED Skull with Hands für $13. Und hier so, womit du den Gehweg so markieren kannst. LED Scout Pass Marker. 3 Pieces für $19. Ein paar Gespenster. Dann gibt es hier oben Lichterketten. $11. Hier gibt es so hässliche Figuren. Hat auch ein Kabel. Das ist hier irgendwie mehr kitschig wie $20. Gruselig. Und hier gibt's Airblow. Hier, das ist Airblown. Du guckst doch für Airblowers, oder? Ja, aber das ist 3,5 Fuß hoch. Also nee. So. Über einen Meter, ja. Ich glaube, über einen Meter. Kostet $17. Oh. Nein. Nein. Ein Jack-O-Lantern Monster. Hier ist eine Katze. Die Devil Cat, 3,5 Fuß hoch. Oh. Hier gibt es so, was unser Nachbar mal hatte zu Weihnachten, so ein Projektor, der an die Hauswand, das so eine Licht projiziert. Mhm. Kostet $17. Ja, irgendwie reißt mich das hier nicht vom Hocker, und wie ich das so in Erinnerung habe von Home Depot die letzten Jahre, haben die doch ein besseres Angebot. Hier ist was 9 Fuß hoch. 9 Fuß sind dann so 3 Meter. Ist ja höher als ich jetzt. Ja, 2,5. Nee, 3 Fuß ist ein Meter. Ja, 3 Meter. Ja. 2,74 Meter, Entschuldigung. Ja. 8 Fuß sind 2,45. Ja, aber ich bin 1,74, dann ist der nochmal einen Meter über mir. Kostet $55. Ja. Na gut. Und dann vor uns sind alles nur so Kostüme. Kleidchen für Kinder. Sam. Meerjungfrauen-Kostümchen für ein Mädel. Für $20. Also der Preis sind so $20. Gibt so. Meerjungfrauen, Hexen. Gruselpuppen. Und der Preis sind eigentlich immer so $20. Aber hier gibt es für Erwachsene. Für uns Erwachsene, ja. So ein sexy Police Officer Outfit. Für $20. Kann ich als Schuppe gehen. Oder hier. Willst du mal ein Police Officer sein? Ob das sich als Video dann lohnt?
$20. Mhm. Kannst aber auch als Arzt gehen für $10. Ja, Arzt ist billiger als ein Polizist. Na gut. Hexe, $20 für eine Frau. Hier, du kannst doch als Hotdog gehen für $20. Das kannst du mal in Firma anziehen. Oder als, hier, du kannst ja als German Pickle gehen. Oder als Furzkissen. Willst du dich als Furzkissen verkleiden? Nein. Kostet $25. Oh. Oder wir können uns als Reese's verkleiden. Oh. Sein Partnerkostüm. Ich schätze aber, da ist nur eins drin. Kostet $25. Ich war nicht mal als Kind ein Freund von Verkleidung. Wer will denn als Corona light gehen? Nee, Corona extra. Wer geht denn als Corona extra in Amerika? Tja. $27. Kannst aber auch als Bud Light gehen. Oder als Alkohol, anderen Alkohol. Eine Banane. Kartenspiel. Hm. Na gut. Hier ist ja nochmal so hübsche Dekoration. Für innen. Das ist echtes Metall. Kostet $17. Oder hier so ein Kürbis. Auch für $17. Ach, hier um die Ecke ist auch noch. Hier ist mehr so die Herbstdeko, weniger Halloween. So ein paar Aufstellkameraden und Kränze. So ein Kranz hier kostet $25. Herbstdeko, oder? Ja. Hier unten sind noch ein paar Plastikkürbisse. Plastikkürbis. Kostet $3. Für die Größe eigentlich gar nicht so schlecht. Wird beim Wind aber wegfliegen. Ja, sonst gibt es hier eigentlich nicht so viel Interessantes. Mehr so Herbstgestecke. Ein paar T-Shirts. Mini-Strohballen. Ja. Wolltest du dann noch mal in den mittleren Gang, oder? Ja, ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, es gibt sogar schon Weihnachtssachen. Wir können mal kurz nach Weihnachtssachen gucken, aber wir brauchen ja eh noch ein Deo. Nee, Duschgel. Duschgel, ja, ist jetzt gleich. Oder? Nee, ist nicht das gleiche. Aber Deo geht aus. Ich habe dir doch ganz viel mitgebracht. Ja, die Deutschen sind ja super klein. Ja, hier gibt es auch noch Halloween-Sachen. Halloween-Pyjama. Dann leuchten wir im Dunkeln. Ja, es, mit Hund. Mit Hund? Ja, 5 Personen plus Hund. Mhm. Abgefahren. $15 kosten Women's. Für die ganze Familie plus Hund. Men kostet auch $15. Wo ist der Hund? Hier unten, ne? Hier sind Puschen. Nee, ich meine, ich sehe, dass der Hund da sitzt, wo hier sein Ding ist. Puschen dazu. Ich dachte, das wäre im Set mit drin. Das ist kein Set, die musst du einzeln kaufen. Da steht aber Set, Family Pyjama Set. You know. Ja, aber hier ist Frau. Aha, dann ist hier sind Schuhe. Verstehe. Hier sind Kinder. Aha. Da ist Mann. Okay. Also muss ja hier ist der Hund. Mhm. Kostet? Weiß ich nicht. 6,98. Ja, aber so gut sieht es nicht aus. Nee, wollte ich auch gerade sagen. Na gut. Ja, was war denn in dem Gang, wo wir eben nicht reingegangen sind? Ach, da oben sind übrigens diese Figuren. Ja, aber die sind auch enttäuschend. Außerdem sind die auch nicht gruselig. Ja, da rechts ist ein Werwolf. Hier sind jetzt nochmal in dem Gang nochmal aufwendigere Verkleidungen. Hier sind so gute für die Kinder. Tiaras, Bunny-Häschen-Ohren, hier ist ein Spider-Man, $15. Weil ein Spider-Man ist billiger als die Prinzessin. Früher meine Prinzessin hat $20 gekostet, Spider-Man kostet $15. Avengers.
Avengers. Hier ist noch mehr für einen Hund. Du kannst ihn als Postbote verkleiden. Hat aber keinen Preis. Das andere weiß ich nicht, was das ist. Und der kostet $12. Oder Lamp Chop. Bei der Katze anziehen. Ja. Hier sind noch mehr. Hier. Wollen wir die Katze ein Schweinchenkostüm anziehen? Kostet $10. Ja. Ein Vampire-Kostüm für den Hund. Oder ein Chicken-Kostüm. Oder ein Alien-Kostüm. Keine Ahnung. Hier eine Spinne. Wollen wir der Katze eine Spinne anziehen? $10. Das würde ihn, glaube ich, etwas irritieren. Die Katze auf dem Foto sieht auch nicht besonders happy aus. Ja, das glaube ich. Hier ist auch für die Hunde. Hunde und Katzen müssen nur noch hier so Halstücher für Hunde und Katzen. Oh. Ja. Ja, gibt's nicht so viel bei Walmart. Und was bei 25 Grad Außentemperatur? Heute ist der. Wie viel ist heute? 22? 23? 24. 24. Ich dachte, du wartest auf mich. Also. Kannst du mich nochmal erinnern, welche Farbe? Das ist so rötlich-braune so. Aha. Ja. Christbaumspitzen für 12 bis 16 Euro. Diese Figuren $18. Ich habe Euro gesagt, Dollar natürlich. So, wie ihr hier sehen könnt, sind diese Kunststoffbäume ja richtig teuer. Und dazu sind die ja noch winzig dazu. Wir hatten ja das Glück, dass wir unerwarteterweise für uns einen auf dem Dachboden gefunden haben. Ja. Ich sagte gerade, die Kunststoffbäume sind ja unglaublich teuer. Ja. Und recht klein. Also. Ich finde ja, dass du die Kamera heute ein bisschen unglücklich montiert hast, weil immer rechts, es gibt ja nur so, verstehst du? Ich drehe sie mal ein bisschen. Ja. Das sind alles kleine Bäume, die stehen ja nur auf der Palette, also ein bisschen höher, wie wir sind. Und so schmal, der ist auch super schmal hier. Ja. $300. Beeindruckt mich nicht sehr. Ja. Was ist denn das hier? Und da muss echt ein Schweinegeld gekostet haben. Der ist zumindest katzenfreundlich. Das weiß ich nicht. Die Katze hat ja ihren Spaß daran auch. Ja, keine Ahnung, aber zumindest bleibt sie, vielleicht bleibt sie drin hängen. Der hier ist vielleicht kinderfreundlich, katzenfreundlich. Hübsch ist aber auch anders. Ja. Erinnert mich auch eher an Frühling als an Weihnachten. Hättest du so einen aufblasbaren Eskimo, wollte ich gerade sagen, Weihnachtsmann, Schneemann. Hier draußen ist nichts, ne. Grills und Pflanzen. Ja. Gut. Gut, dann bezahlen wir und dann gehen wir mal zu Home Depot. Ja, Walmart war jetzt. Dass es da besser ist. Ja, Walmart war jetzt nicht so. Nee, eher Herbstdeko. Kinderklamotten, so ein paar Kleinigkeiten fürs Haus, aber jetzt nichts Großartiges. Ja, also ein bisschen enttäuschend. Ja, aber ich hatte es bei Walmart auch nicht anders erwartet.
Transformers One, was ist das ja? Mal so nicht. Sorry. Aber irgendwas für die Kühe? Nein. Ich bin gut. Eine ganz frei. Vorne links ist eine. Ja. Schon gesehen. So, nachdem jetzt Walmart ja nicht so interessant war, düsen wir mal rüber. Zu Home Depot. Es zieht sich schon wieder ein bisschen zu. Wir hatten jetzt ja diese Woche, oder die letzten zwei Tage, gab es immer mal wieder ein bisschen Regen. Hauptsächlich nachts. Komischerweise regnet es hier immer gerne nachts. Was aber ganz gut ist, weil das Gras wird schon wieder grün. Ja, Viertel vor fünf, da ist hier immer einiges los um die Zeit, wenn die ganzen Leute Feierabend haben. So, jetzt muss ich mal gucken, wo meine Frau geparkt hat. Ist nämlich gerade schon vorausgedüst. Ich glaube, da hinten steht sie. So, und jetzt schauen wir mal, was es hier bei Home Depot so gibt. Und wie ich das ja von den Jahren davor kenne, ist es hier doch einiges besser. Oh, ist hier warm. Ich glaube, ich setze euch mal hier oben hin. So hinlegen kannst du die nicht, oder? Dass du da nicht so hoch steht? Nee. So, wo muss man hin? Nach links? Ja, die sind irgendwo im Bereich von den Kassen. Hier ist übrigens so eine Küchenmatte, wie du mal haben willst. Ich finde die halt super klein auch. Ja, für den, vor den Herd müsst ihr ja rein. Ich habe heute da wieder alles aufgewischt, weil es ja von gestern runtergespritzt hat. Ich weiß ja, aber gibt es da nicht irgendwas? Sind die so, so mit der Oberfläche? Ich dachte, gibt irgendwas, was man in die Waschmaschine packen kann. Also irgendwas, wo denn das Fett dann auch besser aufsaugt. Ich sage, simply wipe matte clean with mild soap and water. So this is not machine washing. Ja, denke ich mir. Irgendjemand einen Tipp, wie man das so am Herd am besten machen kann? Dass wenn man kocht. Ich sauber mal so rum. Ja, und der Hund leckt ja eigentlich dann, der macht ja immer die Küche sauber, macht vom Herd, leckt ja alles Fett auf. Ja, brauchst du. Eigentlich haben wir eine Reinigungsmaschine. Ja, brauchst du. Das ist mal ein bisschen.
We're good, thank you. Wenn man da halt reintritt in das Fett, dann schlappt man das immer auf den Teppichboden. Ja, vor allem beim Kochen halt. Wie gesagt, ja. Hinterher macht der Hund ja sauber. Ja. Aber beim Kochen und dann ins Wohnzimmer gehen, servieren und so, bis der Hund dann die Reinigung gemacht hat. So. Diese Mickey-Mäuse sind ja hässlich. Okay. Was gibt's denn hier? Also hier oben und im obersten Regal sind die Dinger zum Aufblasen. Hier riecht ganz stark nach Zimt. So richtig heftig. Dann würde ich irgendwas duften. $10. Sind die Eimer kleiner wie sonst? Das ist ein Trick-or-Treat-Bucket. Ah. Interesting. Das ist so funny. Ja. Pappaufsteller. Das ist ja lustig. Ja. Die sind immerhin aus Metall. Mhm. Aber kosten $20. Alle möglichen. Hier. Chucky, die Mörderpuppe. Ja. Die kostet sogar 24,95. Hm? Ja, die kostet sogar $25, ja. Wahnsinn. Was ist das? Kann das was? Das kann auch was. Hat auch Strom. Wahrscheinlich Licht. Plug-in LED Molten Jacko Learn. Lettern. Lettern? What? Heißt es Lettern? Lettern. Lantern. Lantern. Ja, also Green Lantern. Ich rede mich ja hier heute um Kopf und Kragen. Lantern. 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 Die Kürbisse sehen ja ein bisschen besser aus. Ja, die Kürbisse sehen, das stimmt, da muss ich dir recht geben. $10 hier unten, der kleinere. Ist aber auch. Ja, aber mit Licht. Hä? Hat auch Licht. Ja, aber beim nächsten Wind ist der auch weg. Ja, muss man festschrauben. Was reinpacken. Ist halt ohne, also ist ohne Batterie, ist nur mit Strom. Ja, ist ja auch besser. Ja, ist besser, aber dann braucht man halt, wenn du das vorm Haus ja irgendwo hinstellen willst, musst du ja viel Kabel haben. Ja, aber so kannst du zeitgesteuert machen und musst du dann Batterien wechseln. Hm. Die großen da oben kosten 20. Und die ganz großen hier unten kosten 40. 30. 40. $40. 40, ja, 39. 95. 98. Und die hier 25. Sieht auch ganz gut aus. Der hat Batterie. Und dann sind hier welche, die so. Die so wie selbst geschnitzt aussehen. Mhm. Sieht dann wahrscheinlich, wenn es leuchtet, ein bisschen hochwertiger aus. Die kosten 25 auch. Das spricht. Er hat einen Bewegungssensor, würde ich mal sagen. Das sieht man jetzt gar nicht. Doch, sieh. Hört man das? Aber hört man das? Der hat mich gerade beschimpft. Der hat gesagt, ich sehe nicht so gut aus, ob ich eine lebende Tote wäre. Ja, er hat recht. Willst du ihn kaufen? Er leuchtet nur. Und den finde ich gut. Aber er leuchtet nicht, oder? Doch ein bisschen. Ja. Kostet $40. Willst du kaufen?
Ich wäre, glaube ich, eher langweilig und würde in zwei von denen hier investieren oder so. Ja, gut, vorne auf die Treppe, dann noch zwei auf die Porch obendrauf, dann wären wir bei drei. Drei Stück von denen? Echt? Lass uns mal eine Weile gucken. Ja, okay. Ich fahre jetzt mal außen rum, weil ich hier nicht durchkomme mit dem Wagen. Die Großen schauen wir uns gleich an. Wir arbeiten uns mal langsam vor. Von klein nach groß. Hier Skelette, ich hätte ja gerne so ein Skelett. Ein Kabelbinder auf dem Boden. Hier gibt es ja noch auch andere, auch für 40, der Große hier. Der sagt aber nichts und hat auch kein Kabel. Mhm. Also ohne Kabel finde ich jetzt tatsächlich dann, glaube ich, blöder. Die können ja auch was. Die sagt aber nichts. Der sagt auch was. Ja, hier. Hier hat er einen Knopf zum Drücken. Achso. Warte. Den anderen hat man aber besser verstanden. Oh. Sieht man mit der Kamera hier eigentlich irgendwas? Ja, sieht alles. Weil es so dicht dran steht am Regal, das meine ich. Das ist schon richtig so, passt schon. Okay. Ja, die kleinen Skelette. Was machen die denn eigentlich? Da ist auch ein Knopf dran. Ich denke mal, das ist da dran? Die Lichter leuchten. Nichts. Ich hätte ja vermutet, dass die Augen leuchten. Aha. Und die Hunde? Der Hunde steht hier links, dann kannst du mal hier. Mit dem, da meinte ich. Ja, das sind glaube ich auch nur die, solange diese Teile da drin sind, sind die Batterien dann aktiviert. Aber hier links, der ist aktiviert. Aber ist das der gleiche? Ja, würde ich mal sagen. 39 sollte der gleiche sein. Ja, das ist der gleiche, ja. Dann schauen wir uns den mal an. Kostet $40. Und? Da finde ich jetzt fast den Kürbis besser als den. Sieht man ja nicht, weil da das Rondellbeet ist. Ach, wenn der leuchtet oder so? Nee, ist so ein Indoor-Stecker. Ist auch nur für Indoor. Hier von der Verkabelung, das kannst du nicht wasserdicht machen. Ja, das will ich hinkriegen. Ja. Das wäre nicht das Problem. Und wolltest du jetzt noch ein Skelett hinhängen? Ja, lass mal die Skelette angucken. Was steht bei denen dran? Indoor, Outdoor? Ja, Indoor. Weil die sind halt auch nicht, ich finde es halt blödsinnig, dass man
Wie mein? Dass sie nur an sind, wenn man drauf drückt. Man steht da nicht daneben und drückt da drauf. Ja, das ist doof. Da müsste man dann mal Steuerung bauen. Mit dem Netzteil. Ich stehe doch nicht neben so einem Skelett und mache die ganze. Ja. Müsste aber es ist auch nicht logisch. Nee, jetzt ist er aus. Und jetzt? Nee. Geht aber auch nicht mehr an. Das ist doch irgendwie merkwürdig. Ich hatte ihn angetippt. Ja, das ist auch nicht hilfreich. Vielleicht dauert es auch ein bisschen. Ich, anscheinend, wenn man ihn anfasst. Oder er hat einen Zeitschalter, nur weil du ihn jetzt zu einer bestimmten Zeit angefasst hast. Dass er alle 2 Minuten hält. Lass ihn dann mal stehen. Na gut. Dann gucken wir mal. Dann musst du dir ja auch hier irgendwo einen Schalter haben. Ja, der hat auch einen Schalter. Der ist dann aber nur einfach an. Die Skelette leuchten dann einfach nur. Lass ihn mal. Schade, dass das Skelett kein Geräusch macht. Ja. So, dann haben wir einen, den würde ich dann neben die Tür stellen. Mhm. Und 3 für auf der Porch irgendwo verteilt. Mhm. Ist das ausreichend für dich? Eher nicht, ne? Das ist für dich unbefriedigend. Ja, ich guck mal, was es online gibt. Hm. Ja, ungünstigerweise hatte ich den Akku der Kamera nicht ganz aufgeladen. Und die davor? Weil ich nicht gedacht habe, dass wir so lange filmen. Das heißt, die geht jetzt kurz aus. Und wir haben dann mit dem Handy weiter gefilmt. Ja, wie ihr hier sehen könnt, gibt es ja auch einige interessante Figuren. Sind die regenfest? Das weiß ich nicht. $250 kostet so ein Ding. Sind auch nicht ganz günstig. Aber könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Tja, was steht drauf? Indoor und Outdoor, wenn er covered ist. Also er darf nicht frei stehen. Auf der Porch kann er stehen. Dann tritt er mal drauf hier. $99 die Marionette. Dieser Reiter hier hat es meine Frau angetan. Der würde mir ja auch ganz gut zahlen, der da hinten. Wer? Ich bin ein Freund von Gefahr. Der große, ja. Den finde ich cool. Kann der auch was da hinten? Ich weiß nicht, ich suche gerade seinen Einzelnen. Das ist der da. Stimmt.
Aber der macht nichts. Hat leider nicht funktioniert, hat wohl irgendeinen Defekt. Naja, ich finde ja den kopflosen Reiter am besten. Der ist auch nicht schlecht, ja. Was kostet er? Der ist kostenlos. Ohne Kopf, ohne Preis. Jetzt. So, wir mussten leider ein bisschen improvisieren, da die Batterie ausgegangen ist. Von der Kamera, nicht von den Skeletten. Ja, ja, von der Kamera. Hatte ich wohl vergessen zu laden. Ja, Mr. Super Kann YouTuber. Kann mir mal passieren, ja. Vorbereitet sich ja alles. Ja. Gut, wir sehen uns zu Hause wieder. Dann zeigen wir euch mal, was wir alles gekauft haben und wie wir es aufgebaut haben. Ja, alles gut. Klar. Tschüss. Tschüss. Ich hatte die Kamera auf dem Nachhauseweg mitlaufen lassen, da es immer wieder Kommentare unter den Videos gibt, dass die Fahrszenen so interessant sind. Wen das jetzt nicht interessiert, der kann direkt bis zum Ende des Videos vorspringen, wo wir euch dann zeigen, wie es bei Tag und bei Nacht aussieht, wenn wir die Dinge alle aufgebaut haben. Die Sprungmarke findet ihr in der Beschreibung vom Video. Und für diejenigen, die sich für die Rückfahrt interessieren, wir fahren erst noch durch das Zentrum von Greenfield. Ich erzähle ein bisschen über die Ortschaft und dann geht es zurück über die US 40 nach Osten und dann auf kleinen Landstraßen bis zu unserem Haus. Viel Spaß dabei. So, da ich immer wieder gefragt werde, darum gebeten werde, die Kamera am Ende mitlaufen zu lassen, fahren wir heute mal einen anderen Weg nach Hause. Die Autobahn ist ja nach wie vor noch die Auffahrt gesperrt. Und wir fahren jetzt über die US 40. Now turn right. Ist nur, dass mein Navi noch nicht genau weiß, wie ich fahren möchte. Gerade ein ordentliches Gewitter durchgezogen. Oder ist jetzt ein ordentliches Gewitter durchgezogen? Ja, aber das geht ja immer ganz schnell. Und danach Now, turn right. Sollte dann immer die Sonne rauskommen. Hat sich aber doch abgekühlt. Wir haben jetzt nur noch 68 Grad. Das sind, glaube ich, sowas irgendwas um die 20 Grad oder 19 Grad. So, kommt da einer von hinten? Kommt keiner. Fahren wir. Hier ist auch rechts der Aldi gewesen. Recalculation. Now turn left. Ja, drehen wir mal den Ton ab. Route recalculation. Now turn left. So, jetzt mal den Ton weg. Wir fahren jetzt sozusagen nach Greenfield direkt ins Zentrum rein und biegen dann links ab. Also Richtung Osten. Hier zu sehen. Geschäfte halt wie immer. Längs ist ein Olive Garden. Ich weiß gar nicht, ob der neu ist. Ich glaube, der ist neu. Ansonsten hat alles mögliche Autozubehör, Farbengeschäft, McDonald's. Ach, hier, genau hier ist ein Starbucks. Das ist das alte Starbucks hier. Haben sie das jetzt aufgegeben und nun noch das Neue? Ja, sieht so aus, das hat jetzt geschlossen.
Ja, um die Zeit ist halt immer echt richtig viel Verkehr. 17.55 Uhr haben wir es jetzt. Fußgänger nicht nass spritzen oder die Radfahrer. Das sind ja doch ordentlich Pfützen. In die Richtung, wo wir fahren, wird es sogar noch ein bisschen dunkler. Da kommt bestimmt nochmal ein Gewitter. Mein Handy hatte vorher auch gemeint, dass hier eine Unwetterwarnung besteht. Ja, das hier sind links und rechts echt sehr kleine Häuser. So möchte ich eigentlich nicht wohnen, direkt so an der Straße in so einem kleinen Haus mit kaum Grundstück drumherum. Aber hier nähern wir uns sozusagen dem alten Greenfield. Ja, auf die Häuser, auf die wir jetzt zufahren, die sind dann auch über 100 Jahre alt. Hier jetzt. Da steht da meistens irgendwo eine Jahreszahl dran. Gucken wir, ob man hier lesen kann. Von hier aus nicht. Aber die sind aus jeden Fall aus den 1870er, 1880er Zeiten. Hier vorne links ist das Rathaus. Da hatten wir dann unser Aufgebot bestellt. Und von der rechts ist die Stadthalle. Wir fahren jetzt hier links Richtung Osten. Das ist sozusagen die Hauptstraße. Hier sind dann auch immer, wenn Feste sind, die Umzüge. Im Oktober ist hier das nächste größere Fest, das Riley-Fest. Das schauen wir uns dann auch mal gemeinsam an. Da ist dann immer noch einiges geboten. Ich bin ja kein Freund von Regen, aber im Moment ist es wirklich richtig gut. Und dass es immer wieder mal ein bisschen was regnet, sodass alles schön durchgewässert wird. Und jetzt geht es auf 40 hoch.
General. Richmond, 47 Meilen. Richmond ist direkt an der Grenze zu Ohio. Also 47 Meilen und wir sind in Ohio. Diese US 40 hier, das ist auch die Strecke. Zwar nicht von hier, aber halt weiter östlich, wo wir dann auch in den Houston Woods State Park fahren. Da nutzen wir auch die US 40. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, dass jetzt schon 50 ist. Ja, es ist wohl hier vorne, ist nämlich dann 60. Dann lassen wir den schnell hier vorbei, bevor wir Gas geben. Nur noch 65 Grad Fahrenheit, wird immer kühler. Könnte jetzt zwar nicht sehen, aber links von uns scheint noch die Sonne. Doch, das kann ich machen. Ich kann eine kleine Kamera nehmen. Und die dann hier rüber halten. Kann also gut sein, dass es bei uns daheim gar nicht geregnet hat. Jetzt geht's hier wieder richtig los. Als wir in Indianapolis gelebt haben, sind wir hierher immer gekommen, um mit dem Hund zu laufen. Und zwar ist jetzt so in der Entfernung von 50 Meter, ein bisschen mehr vielleicht rechts von uns, 100 Meter, eine ehemalige Bandrasse, der Cumberland Trail. Also aus der Westernseite eine Zugtrasse, die vor vielen Jahren schon abgebaut worden ist. Man hat sie dann asphaltiert und man kann sie dann als Fahrrad- und Wanderweg verwenden. Ich weiß gar nicht, wie viele Meilen das sind. Ich glaube so 40 Meilen rum. Und gibt immer wieder Parkplätze, wo man mit dem Auto parken kann und darauf dann wandern oder Radfahren. Hier ist so ein Fahrplatz.
Ja, ich muss unbedingt meine Radlage wechseln. Das wird immer lauter. Ich muss die nächsten zwei Wochen mal einen Angriff nehmen. Bevor mir noch ein Rad abfällt. Ja, viel sehen kann man heute leider nicht bei dem Wetter. Das ist ja mal ein Regen. Ja, das Gute ist ja, dass wir jetzt Richtung Norden fahren und wieder aus den Wolken rauskommen. Neue Scheibenwischer brauche ich auch mal. Die sind jetzt auch schon wieder ein Jahr alt oder älter. Thank you.
alte Friedhof auf der rechten Seite. Das findet man hier ja immer mal wieder, die oftmals halt auf dem Fahrtgrund sind. Hier nähern wir uns einer Schule. Das ist links von uns. Wir fahren jetzt auch gleich über die Autobahn drüber, über den Highway, die Interstate 70. Der werden wir normalerweise heimgefahren. Gut, muss ich mir auf den Einkaufszettel schreiben, wo neue Scheiben besser. So, jetzt kommen wir mal wieder unten in besseres Wetter rein. Hier ist auch noch kein Feld abgemäht, so wie es aussieht. Steht hier überall nach rechts Soja, links Mais. Die Felder nördlich von uns, die waren ja komischerweise schon alle abgeerntet und westlich von uns. Ist auch der Boden schon fast wieder trocken. Hat es hier wahrscheinlich noch ein bisschen geregnet. Was hier auf der Strecke halt immer ein bisschen tricky ist, da könnte dann doch gerne mal Wild aus dem Mais herauskommen.
Prepare to turn left in half a mile. Das hier ist übrigens jetzt schon unser kleines Dörfchen. Das sind sozusagen die Häuser, die südlich von uns sind. In 1000 feet, turn left onto Indiana 109. In 150 feet, turn left. Okay, let's fly. Die erste Feierabendverkehr ist eigentlich schon fast durch. In 1000 feet, turn right. Erst meine Frau. North Station. Die war noch auf der Post. Turn right. Was jetzt ein bisschen ungünstig ist, weil ich vor der Garage was ausladen muss. Dann muss ich sie mal überholen lassen. Dass sie als erste reinfährt. Now turn right. Da halten wir hier mal schnell an. Und dann kann sie uns überholen. Now turn right. Hier liegt auch ein Skelett vor uns. Es war nicht viel Halloween-Dekoration. Aber noch ist es ja aus September. You will arrive at your destination on the right in 1000 feet. I know. So. Schon sind wir wieder daheim. Jetzt muss ich aber auch rückwärts vor die Garage fahren zum Ausladen. So, ihr Lieben, dann lasst euch mal überraschen, wie unser Haus jetzt aussieht. Das erste Mal, dass wir jetzt ein bisschen was machen. Und wenn man da jetzt jedes Jahr ein bisschen mehr kauft, dann wird es ja ganz nett. Achtung, dann drehen wir uns mal. Und so sieht es jetzt aus. Die beleuchteten Kürbisköpfe, kleines Spinnennetz neben der Flagge, ein Lichtspiel, ein Skelett mit beleuchteten Augen. Skelett. Das Spinnennetz. Die Kürbisse. Wir haben uns nämlich noch dazu entschieden, noch ein bisschen mehr zu kaufen. War dann doch zu wenig, was wir beim ersten Mal mitgenommen haben. Und sind dann nochmal zur Rumdepot gefahren. So, und wenn sich jemand von der Seite hier nähert,
sollte von hier losgehen. Gut, im Normalfall lassen wir die aber nur auf Dauer leuchten. Was sollen sie nur leuchten und keinen Lärm von sich geben? Hier steht noch mal ein Skelett. Ein Hundeskelett? Das ist dieses Lichtspiel, was die Sahne an die Wand wirft. Und hier drüben. Be afraid. Be very afraid. Steht unser sprechender Kürbis. Und er kann auch verschiedene Dinge sagen. Welcome from the depths of the graveyard. Frightening, isn't it? So. Oh, you don't look so well. Das ist es hier gewesen. Schau ich nochmal die drei hier um. Der untersten geschaltet. So. So ist es gleich ein bisschen ruhiger. Und drei leuchtende Totenköpfe. Und an ihm hier kommt keiner vorbei. Be afraid. Be very afraid. Ja, so sieht es im Moment bei Tageslicht aus. Ich muss jetzt hier die ganzen Kabel noch ordentlich verstauen und verlegen, und was mit Batterien läuft, wird dann auf Netzteilversorgung umgestellt, weil ich will dann immer Batterien wechseln. Ich möchte zwar zeitgesteuert ein- und ausschalten können. Also habe ich hier noch ein bisschen was zu tun, und eventuell kommt vielleicht auch noch ein, zwei, drei Dekoartikel dazu. Müssen wir mal sehen, wenn wir noch was Nettes finden. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein bisschen Arbeit, bis die ganzen Kabel weg sind und alles verschwunden ist. Ich drehe mich mal, dass ihr mich, glaube ich, ein bisschen besser sehen könnt. So ist, glaube ich, gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr irgendwas interessant fandet oder sonstige Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt die sehr gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Lasst uns da gerne ein Abo und ein Like da, sodass ihr keine zukünftigen Videos verpasst. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.